Wir zeigen Ihnen nun die Ausführung der Klopfakupressur am allgemeinen Beispiel Mein Zwang. Machen Sie einfach mit und beobachten Sie ganz objektiv, ob sich etwas für Sie ändert. Setzen Sie sich dabei nicht unnötig unter Druck. Die Methode funktioniert, ob Sie daran glauben oder nicht. Genauso wie zum Beispiel bei der Gravitation. Der Apfel fällt auch immer nach unten, egal wie sehr Sie daran glauben. Stimmen Sie sich nun auf das Problem ein, in diesem Fall auf Ihre Zwangsproblematik. Und spüren Sie, wie viel Stress das in Ihnen auslöst. Auf einer Skala von 0 bis 10 wäre eine 0, wenn Ihnen der Zwang völlig egal wäre. Bei 10 stünden Sie vor Verzweiflung kurz vorm Nervenzusammenbruch. Dieser Wert lässt Sie einen Effekt des Klopfens besser wahrnehmen. Nehmen Sie einfach den ersten Wert, der Ihnen in den Sinn kommt, oder schätzen Sie. Nun sprechen Sie dreimal den Einstimmungssatz aus, während Sie auf Ihre Handkante klopfen. Auch wenn ich diesen Zwang habe, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich diesen Zwang habe, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich diesen Zwang habe, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dann beklopfen Sie sanft der Reihe nach die Akupunkturpunkte. Dabei wiederholen Sie bei jedem Punkt dreimal den Erinnerungssatz Mein Zwang und fühlen, ob sich Ihr Stresspegel dabei ändert. Ob Sie links, rechts oder beidseitig klopfen, ist übrigens egal. Zuerst innen auf der Augenbraue. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Im Augenwinkel. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Unter dem Auge auf dem Jochbein. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Unter der Nase. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Zwischen Kinn und Unterlippe. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Beide Schlüsselbeinpunkte. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Unter dem Arm. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Und zum Schluss auf dem Kopf. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Jetzt kommt die Handrückenserie. Sie soll eine Stabilisierung der Linderung bewirken und macht den zweiten Klopfdurchgang effektiver. Der Handrückenpunkt liegt zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger auf dem Handrücken zwischen den Sehnen. Während Sie diesen Punkt beklopfen, führen Sie einige kinesiologische Übungen durch, bei denen es um Atmung, Augenbewegungen und die abwechselnde Benutzung der rechten und linken Gehirnhälfte geht. Mit geschlossenen Augen tief durchatmen. Ohne den Kopf zu bewegen, scharf nach links unten blicken, dann nach rechts unten. Augen zweimal im und zweimal gegen den Uhrzeigersinn kreisen lassen. Einige Takte einer Melodie summen. Schnell von 10 bis 0 rückwärts zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Noch einmal die Melodie summen. Dann klopfen Sie die Punkte noch einmal durch, genau wie beim ersten Mal. Innen auf der Augenbraue. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Im Augenwinkel. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Unter dem Auge auf dem Jochbein. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Unter der Nase. Mein Zwang, mein Zwang, mein Zwang. Zwischen Kinn und Unterlippe.
Mein Zwang. Mein Zwang. Mein Zwang. Beide Schlüsselbeinpunkte. Mein Zwang. Mein Zwang. Mein Zwang. Unter dem Arm. Mein Zwang. Mein Zwang. Mein Zwang. Auf dem Kopf. Mein Zwang. Mein Zwang. Mein Zwang. Schätzen Sie nun wie am Anfang der Klopfrunde den Stresspegel ein, der sich beim Gedanken an Ihren Zwang einstellt. Ist er ein wenig runtergegangen? Optimal wäre natürlich eine Null, was bei einem derart großen und komplexen Thema wie diesem aber recht unwahrscheinlich ist. Wiederholen Sie also nun den gesamten Ablauf, in den nun das Wort Rest oder restlich eingefügt wird. Der Einstimmungssatz. Auch wenn es mir immer noch Stress macht, wenn ich an meinen Zwang denke, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn es mir immer noch Stress macht, wenn ich an meinen Zwang denke, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn es mir immer noch Stress macht, wenn ich an meinen Zwang denke, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Klopfen. Innen auf der Augenbraue. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Im Augenwinkel. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Unter dem Auge auf der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Unter der Nase. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Zwischen Kinn und Unterlippe. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Beide Schlüsselbeinpunkte. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Unter dem Arm. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Auf dem Kopf. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Handrückenserie. Augen schließen, tief durchatmen, Augen öffnen, ohne den Kopf zu bewegen, scharf nach links unten blicken, dann rechts unten, Augen zweimal im Uhrzeigersinn kreisen lassen, zweimal gegen den Uhrzeigersinn, einige Takte einer Melodie summen. Schnell von 10 bis 0 rückwärts zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Noch einmal die Melodie summen. Und nochmal klopfen. Innen auf der Augenbraue. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Im Augenwinkel. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Unter dem Auge auf dem Jochbein. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Unter der Nase. Der restliche Stress,
den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Zwischen Kinn und Unterlippe. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Beide Schlüsselbeinpunkte. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Unter dem Arm. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Auf dem Kopf. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Der restliche Stress, den mir der Gedanke an meinen Zwang verursacht. Und abschließend nochmal den Stresspegel einschätzen. Diese allgemeine Prozedur können Sie jederzeit wiederholen, zum Beispiel einmal morgens und einmal abends.